Jesus. What is that? What the fuck is that? What is that? Ja, man sieht, dass die Rap-Karriere steil geht. Du frontest nur, damit die Wayne deine Zeilen sind. Du bist doch dümmer, als du in Analysen preisgibst und droppst dir so Dünches auf Wack MC Type Beats. Du reißt gar nichts mit den Beats, die du pillst. Du reißt nur mal was mit dem, was dein Feature-Part killt. Tun wir mal nicht so, als hättest du textlich ne Chance. Wann gewinnst du mit Beats, hatte man auf die RR keinen Bock, weil man keinen Satz aus deiner Sabberfresse blickt. Du bist so Standard, dass es so ne Standard-Angles gibt. Doch Leute lesen deinen Text und dann fliegst du raus. Deshalb gib mit Faceporn, wenn du in den Spiegel schaust. Ey, wer diese Runde fliegt? Lion Buster. Wenn der meint, wir werden wack, ist der Lion Buster. Pass auf, da kommt der, der keine Chance hat. Fick dein Know-how, Dicker, du hast keine Praxis, was das? Gönn sich einer Lions Kacksparts. Man merkt direkt, das sind deines Lion Kacksparts. Pass auf, da kommt der, der keinen Plan hat. Gegen das beste Team seit ein paar Jahren, Dicker. Mutterficker, das ist die Brickwall, die dir heftig auf die Fresse gibt. Line, steckt mir einer zu einladen, deep rest in peace. Ich nehm mein Standard-Pattern, baller dich ins Koma. Und im MTT hab ich danach mehr Zeugen als Jehova. Einsicht ist der erste Schritt, das Video war Hammer. Passend zu seinem Rap, der den Mist in seiner Abstellkammer. Oder schleppt sich wie ein Hamster Vorräte ins Haus und zieht sich seine Maske aus Gewohnheit nicht mehr aus. Er setzt auf helfende Hände zum Siegertreppchen, aber gegen uns wird dich auch kein Feature retten. Ein Lappen trifft den anderen und du bringst ne ganze Truppe. Aber Bruder, ich bin ehrlich, was der Wackste in der Runde. Ey, wer diese Runde fliegt? Lion Buster. Wenn der meint, wir werden wack, ist der Lion Buster. Pass auf, da kommt der, der keine Chance hat. Fick dein Know-how, Dicker, du hast keine Praxis, was das? Gönn sich einer Lions Kacksparts. Man merkt direkt, das sind deines Lion Kacksparts. Pass auf, da kommt der, der keinen Plan hat. Gegen das beste Team seit ein paar Jahren, Dicker. Lion, bei deinem Rumgenuschel stellt man fest, dass du permanent mit sehr viel Speichel in der Fresse rappst. Das meinst du mit Drip, dieser Tanzverbot? Du kriegst Atemnot bei deinem Niagara-Flow. Du machst den Rest, war ja klar, dass du die Texte schreibst. Man könnte sagen, du machst die ganze Drecksarbeit. Ziehe deine Maske lang, dass sie in deine Fresse knallt. Und du bist das Letzte, was von deinen Texten hängen bleibt. Wenn du mal ne Pause setzt, dann meinst du damit Copy-Paste. So wie dein Producer, wenn er merkt, du bist komplett wack. Was wir wollen, war ein Gegner-Bitch. Alles, was wir bekamen, war Bisa-Feed-Lion. Mega-Sick.